Was ist eigentlich Panoramafreiheit? Unter einem Panorama kann sich eigentlich jeder etwas vorstellen. Aber darf man das überhaupt einfach so fotografieren und zum Beispiel bei Facebook und Co. reinstellen? Wenn man irgendein Ding fotografieren möchte, muss der, dem es gehört oder der, der es gemacht hat, zustimmen. Wenn die Dinge jedoch Teil der Öffentlichkeit sind, ist das alles ein bisschen anders. Die meisten Dinge, die in der Öffentlichkeit stehen, darf man einfach so fotografieren und online stellen. Voraussetzung ist allerdings, dass diese für alle frei zugänglich sind und nicht nur privat genutzt werden dürfen. In einem fremden Garten darf man zum Beispiel nicht einfach so Fotos machen. Wichtig ist auch, Personen darf man in der Öffentlichkeit nicht einfach so fotografieren. Sollte also jemand vor dem Brandenburger Tor herumstehen, muss man ihn erst fragen, ob es okay für ihn ist, fotografiert zu werden. Auch wenn man eigentlich nur das Brandenburger Tor fotografieren wollte. Fazit ist also, ein Foto vom Brandenburger Tor für deine Facebook-Seite sollte kein Problem sein.